Robin Nosterafu. Oh Gott, ey. Steve, ich glaube, wir schalten weiter. Wir haben den ersten Outtake. Der Swapper. Doppelwapper. Was meinst du, was er macht? Guck ihn dir an. Er plant. Er ist auf der Lauer. Irgendwas, ich glaube, fast schon auf der Mauer. Richtig, richtig hart knackig. Und auch so. Können wir kurz so nicht los? Wir haben hier kleine technische Probleme. Okay, ich versuche das hier mit zusammenzuhalten, ja. Das Warper. Mit dieser einen, also es ist halt eben. Möglicherweise können wir schwenken. Also ich fand das Warper. Seht ihr das? Er tut so, als würde er es machen, er macht es eh nicht. Komm, mach. What the fuck, Alter? Das ist eine richtig schöne Furche. Ja. Von Lisa, die ist 3. Auf! Ich finde das schon, so können wir das nicht machen, ehrlich. Fällt das nicht auf, dass wir das eigentlich gut finden? Ja. Spielt uns echt ein Portal 1 und 2 gespielt, das ist echt ein kniffliger Rätselspaß. Ja. Oh, das ist aber eine schöne Furche. Gott, Alter! Ich hab halt voll lachen. Das hab ich auch noch nie gesehen, Alter. Du machst sie Porno! Oh, das stinkt. Und jetzt guck mal nach da. Hier jetzt auch so gerade. Das ist warm. Das glaubst du nicht. Das ist so warm. Das, aber wir haben alles so toll. Da muss man dabei gewesen sein, aber ich musste halt übelst schiffen und er redet plötzlich vom Intervall minus PP. Wie so ein Hefekuchen, Alter. Ganz ehrlich, Alter. Ja. Und jetzt lauft er mit Alessi. Ich denke, geht es um Kontext des Videos oder was? Ich verstehe ihn nicht. Das ist hier der Bühnenbereich, da dürfen keine Fallschirme drauf liegen. Also klar. Ich glaube, der hat gerade Amris Andri gesagt. Oder wie der nochmal hieß. Also ich glaube, ihr fährt gleich ein Laster rein. Kannst du nicht bringen, Alter. Dieses Moment war. So, was wollten wir zwischen Schloss Belvedere? Ja, Schloss Belvedere. Ich sehe es nicht mal. Warte. Das ist richtig, warum? Was? Die Kamera zu zeigen. Kaputt in die Hirne, das ist unfassbar jetzt. Aber wir haben so viel Spaß damit, das ist so schön. Und natürlich ist es ganz klar, dass in so einer Situation ja. Der Sänger meinte dann, ey, ich habe großen Respekt davor, dass du hier hochkommst. Und das mit diesem Mut. Und wir haben halt leider Hut verstanden. Dass du hier hochkommst mit diesem Hut.
Die Vorstellung, dass das ein Hut ist, war einfach unglaublich. Ja, die Vorstellung, dass der Sänger auch die Situation vielleicht nicht versteht, weil keiner es erklärt und von weitem singt, dass sie vielleicht wirklich einfach nur einen ganz komischen Hut auf